Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Outdoor-Video auf meinem Kanal. Ja, wir sind heute wieder irgendwo in der Pampa unterwegs. Wir hatten einen Tipp gekriegt für was Lustiges. Gucken wir mal, ob wir was finden. Ja, und ob noch was da ist, was wir sehen werden oder zu hoffen, keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Ja, geht's abwärts. Interessanter Weg. Mit Bildstabilisierung. Mal gucken, angeblich soll ja die Videoqualität auch schlechter sein. So, wir haben was gefunden, allerdings ja wie eine Müllhalde. Hier unten liegt der Knochen, auch so ein Tier, so wie es heißt, irgendwelche Metallreste. Ja. Ein bisschen Klamotten, Alter, keine Ahnung. Inge Weg hoch, da endet hier. Aber ansonsten ist er eigentlich jetzt nicht zu sehen. Ja, auf dem Rückweg haben wir was gefunden. Da wieder eine Grundplatte von einem Gebäude oder Bunker, keine Ahnung. Das wäre zu erkennen. Jedenfalls sieht der Zaun relativ neu aus. Mal schauen, ob wir das von irgendwo mal einen Blick erhaschen können. Ja, es hat sich aufgeklärt, wie ihr seht, neuer Zaun. Relativ neuer Zaun, hier das stand mal Gebäude oder irgendwas. Natürlich gehen wir hier nie rein, das ist logisch. Weil das macht man nicht. Von außen gucken kann man ja mal. Ja, mehr ist hier oben zumindest nicht drin. Wir schauen mal, ob wir noch was für euch finden. Ja, wir haben ein paar Steinreste gefunden. Ja, ob das gedummt ist oder Stein, keine Ahnung. Jedenfalls ist hier so eine Tür. Ja, Halter, wie heißt das hier? Die Tür schon hier. Aber viel ist ja davon nie übrig. Ja, der Weg vom Wald weg ist ja auf einmal ja, gepflastert, sieht aus wie mit Ziegeln. Ja, rätselhaft. Hier vorne haben wir noch irgendwelche alten Schallbegrenzungssteine was gefunden. Und hier, was interessant ist, das Flugzeug Ranger, sieht das aus wie eine alte Mauer hier. Ja, schauen wir mal weiter. Hier ist noch irgendwie eine Treppe im Wald. Ja, weiter hinten ist ein Garten. Sieht das irgendwas betonmäßig? Das könnte auch irgendwas eine Platte sein. Hier oben zur Befestigung, keine Ahnung. Ja, mal gucken, ob wir noch was finden, was Interessantes hier. Eine Brücke. In der Brücke ist immer viel übrig. Mit einer Kette davor. Aber interessant. So, jetzt sieht man mal die Brücke von der anderen Seite. Ja. Offensichtlich ging hier mal ein Wanderweg lang. Aber den gibt es wohl ja, nicht mehr, würde ich behaupten wollen. Jetzt geht es erstmal weiter den Berg hoch. Wir haben hier mitten im Wald, im Tale. Ein kleines Hütchen gefunden. Ja, der Baum diente wohl scheinbar mal als Elektromast. Ja, was ist es? Keine Ahnung. Wie wir reinkommen, auch keine Pläne. Scheinbar die Brücke, die kaputt war, da drüben. Weil, ja, liegt ein bisschen Müll unten. Aber, ja, vielleicht war das mal irgendwas mit dem Wasserdings hier irgendwie. Ich bin wieder an die GoPro gestoßen. Ja. Aber dass es ein Bunker ist, glaube ich nicht. Aber manchmal kann man sich auch täuschen. Thomas hat gerade hier ein Kreuz im Baum entdeckt. Ja. In der Baum geht ja Kerzenkreuze hoch. Und Thomas überlegt gerade, ob er jetzt hier irgendwie runterkommt und mal einen Blick auf das Ding wirft. Ja, schauen wir mal. Ja. Ach, guck an, das ist mal schön. Hier ist nämlich ein Verdächtiger, der nach unten fährt. Ins Tal rein.
Da waren wir auf der besten Zeilen, der ins Tal reingeht. Aber alles offen hier. Dann gucken wir, ob man hier was entdecken kann. Hier geht ein Wanderweg mitten durch das Zaunding. So, hier war bestimmt mal eine Tür. Ja, da müssen wir erstmal unten das andere festen. Ja, jetzt wird es interessant. Keine Ahnung, was das hier mal gewesen sein soll. Jedenfalls ist es sowas wie eine Wasserleitung. Da könnte unsere Vermutung richtig sein, dass dort eine Pumpstation war. Irgendwas. Was war da? Ja. Schön interessant. Ja. Allerdings geht es so übelst abwärts. Ja, warum so ein militärischer Zaun? Das ist definitiv nicht ziviles, würde ich mal behaupten wollen. Es ist spannend. Ja, Leute, guckt mal, was da unten ist. Aber das Ding ist verschraubt. Schauen wir mal auf der anderen Seite. Das Ding ist zugeschraubt. Bin verrammelt. Ja, vielleicht Bergbau oder Zweiter Weltkrieg. Oder beides. Jetzt wissen wir, warum der Zaun ist, weil hier unten ist nämlich eine Plane und da geht noch eine wie ein Wasserrohr lang. Ich weiß nicht, ob das vielleicht doch noch irgendwas drin passiert in dem Tunnel, dass es zur Wasser, Grundwassergewinnung irgendwas ist, keine Ahnung. Ja, es sei denn, manchmal sind in solchen alten Stollensystemen auch noch, ja, fließt ja dort Wasser lang. Ziemlich klares Wasser, was genutzt werden könnte. So, wir gucken uns das mal aus der Nähe an. Hier ist ja alles offen. Von daher. Ja, diesmal muss ich runter mit. Gucken, was das hier gewesen sein könnte. Aha. So, das ist aufpassen hier. Das ist schon alles. Das sind wir schon da. Ja. Schauen wir mal. Ja, auf den Mücken. Da ich wieder mal die Abschlusssequenz vergessen habe zu filmen, ja, wir hatten nicht weiter mehr gefunden. Ja, muss ich mal an der Stelle hier wieder im Studio nachvertonen, ja, was das genau ist. Haben wir im Nachhinein noch nie rausfinden können. Mal gucken, vielleicht finden wir noch was raus. Ja, ansonsten hier im Anhang noch ein paar Bilder wieder, wie gehabt. Und dann danke fürs Zuschauen. Danke an alle Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.